Ein kurzes Beispiel zur Bestimmung des Leitwerts eines Leiters. Wir haben gegeben ein 10 Meter langes Kupferkabel mit einem Querschnittsdurchmesser von 0,8 mm. Der stoffspezifische Leitwert von Kupfer ist 58,824 Meter pro Ohm mal Quadratmillimeter. Gesucht ist jetzt der Leitwert unseres Kupferkabels. Wie gehen wir hier vor? Erstmal Formel für Leitwert aufstellen. Es gilt Leitwert gleich stoffspezifischer Leitwert, in dem Fall von Kupfer, mal Querschnittsfläche des Kabels durch Länge unseres Kabels. Wie man genau auf die Formel kommt, dazu verlinke ich euch ein extra Video. An sich könnt ihr euch merken, größere Querschnittsfläche heißt, Elektronen haben mehr Platz, Leitwert wird größer, deswegen Querschnittsfläche im Zähler. Und größere Länge bei gleichbleibender Querschnittsfläche heißt einfach nur, dass im Leiter mehr Atomrümpfe sind, die die Elektronenbewegung behindern. Sprich, bei größerer Länge wird der Leitwert kleiner. Deswegen Länge im Nenner, Querschnittsfläche im Zähler. Okay, und hier haben wir zwar nicht direkt die Querschnittsfläche gegeben, wir haben aber den Durchmesser unseres Querschnitts gegeben. Und der Leiterquerschnitt ist bei einem Kabel ja rund, also kreisförmig. Entsprechend können wir einfach die Formel zur Berechnung des Flächeninhalts eines Kreises nehmen. Ja, und dann kommen wir eben darauf, dass das unser spezifischer Leitwert mal Pi mal Durchmesser halbe zum Quadrat durch L ist. Ja, und hier können wir wirklich alle unsere Werte einsetzen. Pi sollte in eurem Taschenrechner als Konstante eingespeichert sein. Und da kommen wir eben auf einen Leitwert von 58,824 Meter pro Ohm mal Quadratmillimeter mal Pi mal D halbe zum Quadrat, also 0,4 Quadratmillimeter Quadrat durch Länge durch 10 Meter. Ja, und wenn ihr das im Taschenrechner eingibt, solltet ihr auf einen Leitwert von G gleich 2,96 Siemens kommen. So, ich hoffe, das ist euch nicht allzu schwer gefallen. Ich hoffe, ihr konntet die Aufgabe sogar lösen. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch ein Schritt hier Schwierigkeiten bereitet hat, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich versuche auf jeden Kommentar einzugehen.